Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu den DPR-Prüfungsschwerpunkten 2020 im Rahmen unserer Webcast-Serie PwC Accounting und Reporting Talks. Heute ist das Thema Konzernlagebericht and more. Wenig überraschend hat die DPR den Konzernlagebericht wieder zu einem der Prüfungsschwerpunkte erklärt. Darüber hinaus hat auch die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, die ESMA, weitere Themen adressiert und über beides wollen wir Sie gerne heute informieren. Wir, das ist Dirk Rimmelsbacher und meine Person Bernd Klim aus der Grundsatzabteilung von PwC, dem National Office. Dirk, Konzernlagebericht ist wieder einer der Prüfungsschwerpunkte, aber die DPR greift sich ja bei dem Konzernlagebericht immer irgendwie auch besondere Aspekte raus, die dann nochmal besonders im Fokus stehen. Was ist es denn dieses Jahr? Vielleicht auch nicht besonders überraschend, die DPR hat sich dieses Mal rausgegriffen, die Auswirkungen der Erstanwendung von IFRS 16 auf den Konzernlagebericht beim Leasingnehmer. Und mal vielleicht über allem steht das Thema, die Auswirkungen sind transparent und angemessen darzustellen. Und sie hat das Thema in zwei Teilbereiche unterteilt, nämlich einmal die Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und als zweites die Auswirkungen auf die bedeutsamsten Leistungsindikatoren, die KPIs selbst, also auf ihre Berechnung. Wenn ich mal mit dem ersten Thema anfange, Auswirkungen auf die VfE-Lage, glaube, man kann sich es am besten an einem Beispiel klar machen. Nehmen wir die Ertragslage und ein typischer Leistungsindikator eines Unternehmens ist da das EBITDA. Wie wirkt sich die neue Leasingbilanzierung beim Leasingnehmer auf das EBITDA aus? Na, es fällt weg die bisherigen sonstigen Leasingaufwendungen. Die werden ersetzt dadurch, dass ich ein Nutzungsrecht aktiviere durch die Abschreibung des Nutzungsrechts und hinzu kommt die Passivierung der Leasingverbindlichkeit, für die in der G&V dann Zinsaufwendungen anfallen. Beim EBITDA bedeutet das, das EBITDA steigt dadurch, dass die sonstigen Leasingaufwendungen entfallen. Gleichzeitig werden aber die anderen Aufwendungen, Abschreibungen, Zinsaufwendungen nicht einbezogen. Das heißt, per Saldo oder insgesamt, wir haben ein steigendes EBITDA und damit eine verbesserte Ertragslage. Das ist klar und verständlich oder angemessen und verständlich darzustellen. Wenn wir dann zur Finanzlage übergehen, möglicherweise gibt es Auswirkungen auf die Covenants. Ich glaube, ein wichtigerer Aspekt ist aber das Thema Liquiditätsanalyse anhand der Cashflow-Rechnung. Die Effekte, die ich dargestellt habe, die Zahlungen selbst, die verändern sich nicht. Aber der Charakter der Zahlungen, der verändert sich natürlich, denn wir haben jetzt eben keine operativen Zahlungen mehr, die sich auf den operativen Cashflow auswirken. Stattdessen haben wir Zahlungen im Zusammenhang mit der Finanzierungstätigkeit, nämlich die Tilgung der Leasingverbindlichkeit und die Zinszahlungen. Das heißt, der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit, der wird sich entsprechend vermindern, während der operative Cashflow steigt. Bei der Vermögenslage eigentlich vergleichbar. Ich hatte gesagt, Nutzungsrecht wird aktiviert und Leasingverbindlichkeit wird aktiviert. Das heißt, wir haben eine gestiegene Bilanzsumme, gestiegene Schulden. Das bedeutet, je nach KPI, der verwendet wird, beispielsweise Verschuldungsgrad, dass sich der Verschuldungsgrad des Unternehmens erhöht beziehungsweise eine EK-Quote dann entsprechend vermindert. Man sieht also, der IFRS 16 wirkt sich doch massiv gegebenenfalls auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus und das Unternehmen sollte sicherlich dann da auch darüber transparent und angemessen berichten. Jetzt könnte es ja so sein, dass ein Unternehmen auf die Idee kommt zu sagen, naja, vielleicht im Rahmen der IFRS 16-Einführung, ich definiere meine KPIs auch um und du hattest das EBITDA angesprochen, also zum Beispiel ein EBITDA, Adjusted EBITDA After Leases definiert. Also inklusive der Auswirkung des IFRS 16. Wie wirken sich derartige Änderungen auf die Leistungsindikatoren, auf die Berichterstattung aus? Ja, also glaube ich ein ganz, ganz praktisches Beispiel, jetzt das EBITDA entsprechend zu adjusten. Eine andere Möglichkeit, die ein Unternehmen hat oder was ansonsten wahrgenommen wird, ist das Thema, man wechselt den bedeutsamsten Leistungsindikator. Beides wird im DRS 20 angesprochen und darauf wird auch die DPR entsprechend achten. Wenn ich die Berechnung eines Leistungsindikators ändere oder wenn ich einen anderen Leistungsindikator verwende, dann ist das nicht nur anzugeben, sondern es ist auch zu erläutern, was geschehen ist. Das heißt, die Änderung der Berechnung ist darzustellen.
Der zweite Aspekt, der zu beachten ist, ist das Thema Überleitungsrechnung. Überleitung wird verlangt im DRS-20, also in dem entsprechenden Standard des DRSC zur Konzernlageberichterstattung, ist auch gesetzlich schon gefordert. Je nachdem, von welcher auf welche Zahl ich überleite, nehmen wir zum Beispiel von EBITDA after leases auf eine entsprechende Zahl im Abschluss hier in der G&V. Wenn die Unterschiede aus IFRS 16 Adjustments stammen, dann ist im Rahmen der Überleitungsrechnung auf diese Unterschiede einzugehen. Das dürfte dann also als separate Zeile in der Überleitungsrechnung darzustellen sein, um es entsprechend transparent und verständlich zu machen. Ja, so viel zum Lagebericht. Die ESMA hat im Zusammenhang mit der Bestimmung der gemeinsamen europäischen Prüfungsschwerpunkte auch weitere Themen noch adressiert. Das war zum einen das Thema alternative Leistungskennziffern und wie diese sich gegebenenfalls durch IFRS 16 ändern. Das ist das Thema eigentlich, was die DPR im Rahmen des Prüfungsschwerpunkts Konzernlagebericht dann hat aufgehen lassen. Aber es gibt halt auch noch weitere Themenbereiche. Das eine wäre eben ausgewählte Aspekte der nicht finanziellen Berichterstattung. Also zum Beispiel die Definition der Wesentlichkeit, wie mit der Vollständigkeit der nicht finanziellen Berichterstattung umzugehen ist oder auch Aspekte des jeweilig verwendeten Rahmenwerkes. Ein weiteres Thema, auf das hingewiesen wurde, ist das Thema ESEF, das europäische elektronische Berichtsformat, was ab nächsten Jahr anzuwenden ist. Und dann gibt es noch das Thema den Dauerbrenner, auf den schon seit mehreren Jahren hingewiesen wird, und das ist das Thema Brexit. Wird die DPR denn auch nach diesen Themen schauen? Wird sie tun, auch wenn sie jetzt daraus keine eigenständigen Prüfungsschwerpunkte formuliert hat. Wobei man da wahrscheinlich unterscheiden muss, beim Thema nicht finanzielle Berichterstattung, da orientiert sie sich wie grundsätzlich ja, was den Prüfungsumfang betrifft, an dem, was auch ein Abschlussprüfer zu tun hat. Sprich, dadurch, dass es vom Abschlussprüfer nicht inhaltlich geprüft wird, wird die DPR da insbesondere darauf achten, ob diese nicht finanzielle Berichterstattung vorgenommen wurde und ob das Ganze auch zeitgerecht erfolgt ist. Thema Brexit hast du angesprochen, tatsächlich ein Dauerbrenner. Dadurch, dass wir ja jetzt wahrscheinlich nicht nur wir beide, sondern alle hoffen, dass das Austrittsszenario dann feststeht am 31. Januar 2020. Denke ich zum Beispiel an das Thema Risiken, die für das Unternehmen erkennbar sind, dass die in der Risikoberichterstattung transparent dargestellt werden. Und den letzten Punkt, ESEF, du hattest auch gesagt, Inlandsemittenten, die Aktien ausgeben oder ausgegeben haben, die müssen ab 2020 dieses neue einheitliche elektronische Berichtsformat anwenden. Das ist noch nichts, was jetzt für 2019 enforced werden kann, aber die ESMA und genauso die DPR, die weisen die Unternehmen damit natürlich darauf hin, dass sie entsprechende Vorkehrungen treffen müssen, um dafür gewappnet zu sein. Und wir befinden uns in Deutschland ja gerade in dem Umsetzungsprozess der ESEF Verordnung, Referentenentwurf ist draußen. Das finale Gesetz wird nicht lange auf sich warten lassen. Da empfiehlt es sich, dass die Unternehmen diesen Umsetzungsprozess aufmerksam verfolgen. Ja, zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass die neue Leasingbilanzierung nach IFRS 16 sich damit nicht nur auf den Abschluss selbst auswirkt, sondern doch auch im erheblichen Umfang auf den Konzernlagebericht. Wobei man anmerken sollte sicherlich, dass das nur ein Aspekt ist, den die DPR prüfen wird. Sie wird sicherlich auch weiterhin andere Bereiche zuvorderst wahrscheinlich die Risikoberichterstattung prüfen, auch im nächsten Jahr. Und es gibt halt auch noch weitere aktuelle Themen, wie eben zum Beispiel Brexit oder ESEF, die zwar ganz unterschiedlich wirken, aber die auch, die man auch im Blick behalten sollte. Ja, damit wären wir wieder am Ende des Webcasts angelangt zu dem Schwerpunkt Konzernberichterstattung and More. An der Stelle wieder der Hinweis auf die Webcasts zu den übrigen Prüfungsschwerpunkten. Schauen Sie rein und schauen Sie auch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin alles Gute von unserer Seite. Tschüss auch von meiner Seite.